Was sagst du, wenn du mit dir selbst redest? Du sagst, du redest nicht mit dir? Nun, das ist mein Thema heute. Selbstgespräche. Wir kennen sie nicht. Gewöhnlich nicht, unsere Selbstgespräche. Wohl die Gestimmtheit, die sie hervorruft. Wir erzählen uns sinngemäß immer wieder dasselbe. Der Pessimist spricht mit sich selbst passend zu ihm, pessimistisch. Und der Optimist erzählt sich, dass alles gut wird und dass das hier der beste Platz ist, den er sich wünschen kann. Wir sprechen mit uns selbst oder mit einer anderen Person, die wir uns vorstellen. Das eine nennen wir Selbstgespräche, das andere nennen wir einen inneren Dialog. Wir können uns lange aufhalten bei Ereignissen, die uns emotional bewegt haben. Wir sind dann innerlich aufgeregt und Dinge beschäftigen uns. Wir reden mit uns selbst darüber. Viele Menschen reservieren dafür die Zeit morgens so ab 4. Sie liegen an den Betten und können nicht mehr schlafen. Oder ganz unruhig. Und die Art der Selbstgespräche, die fällt nicht aus der Luft, die entsteht aus unserem Charakter, aus unserem Lebensstil, wie wir das in der Individualpsychologie nennen. Das ist eine bestimmte Art der Gedanken, Reihenfolge und Gespräche. Und mit dieser Art, mit uns selbst zu sprechen, festigen wir dann wieder unseren Charakter oder unseren Lebensstil. So, dass der Optimist Optimist bleibt und der Pessimist Pessimist bleibt. Kein Wunder, dass Menschen sich nicht ändern. Dennoch, wer im Laufe der Zeit die Erkenntnis gewinnt, dass Leben auch Bewusstheit verlangt, dem öffnen auch immer wieder Türen. Und eine Tür zur Weiterentwicklung ist das Korrektiv Selbstgespräche. Entdecke selbst. Die Frage, rede ich in mir selbst? Stell dir einfach die Frage, immer mal wieder so am Tag, worüber habe ich eigentlich jetzt gerade gedacht oder worüber habe ich mit mir gesprochen? Was hat mir gerade beschäftigt? Du weißt ja, wenn du einen Partner hast, der da eine Zeit lang sprachlos neben dir sitzt und du fragst ihn, worüber hast du jetzt gedacht? Dann guckt er erst einen Moment verwirrt und sagt, ich? Gar nichts. So kann es dir selbst auch gehen, dass du nicht weißt, womit du dich innerlich beschäftigt hast. Ja, es wird zu dir passen. Nun, wenn du dir immer wieder die Frage stellst und du wirst dir im Laufe der Zeit bewusster, dass du mit dir selbst redest, dass der Prozess überhaupt in dir abläuft, dann wirst du entdecken, dass du nie ohne bist. Aber du brauchst nicht so zu denken, nicht so zu reden, wie du das tust. Du kannst auch mutig anders. Also, zweite Frage, was sagst du dann, wenn du mit dir selbst redest? Das war ja eine unserer Ausgangsfragen am Anfang, das Thema von heute. Was sagst du, wenn du mit dir selbst redest? Also was sagst du dann eigentlich? Dann geh mal den nächsten Schritt. Nicht korrigieren, sondern aufschreiben. Aufschreiben, um was es in den Gesprächen geht. Entdecke, was du sagst. Du wirst immer wieder bekannte Themen begegnen, bekannten Personen begegnen,
Die Auswahl ist beschränkt. Sprichst du zu dir selbst oder sprichst du zu einer anderen Person? Zu wem? Ist das immer noch deine Mutter? Ist es immer noch die Person, die dir damals verletzt hat, immer wieder zurückkommen, womit du da redest? Oder machst du dir einfach Sorgen über etwas? Ist das Thema immer wieder Geld? Redest du darüber, wie glücklich du bist oder wie dankbar du bist? Machst du dir Vorwürfe? Immer noch über das alte Thema von damals? Entschuldigst du dich? Ist das deine Melodie? Entschuldigen, rechtfertigen? Willst du Recht haben? Oder ist es eher, dass du sprichst mit dir oder mit einem anderen, dass du eigentlich Mitleid haben möchtest? Oder willst du Beifall ernten? Verteidigst du dich? Du merkst, die Skala ist endlos. Mach das mal 14 Tage lang. Aufschreiben. Ganz locker, ohne Planung, nur weil es Spaß macht, diese Wiederholungstendenzen zu entdecken. Bewusster werden. Dieser Bewusstwerdungsprozess ist von großer Wichtigkeit, denn was du kennst, kannst du auch ändern. Sind es Selbstgespräche, die dir gut tun? Einige wohl, sicher. Viele andere nicht. Baust du dich mit den Gesprächen selbst auf? Manchmal ist es ja zum Heulen, wenn du damit im Bett liegst, in der U-Bahn nach Hause fährst oder auf einer Party deinen inneren Abstand zu den anderen vergrößerst. Du ziehst dich selbst immer weiter in das Problem rein und schaffst dir die Bedingungen für eine Depression. Es gibt andere Selbstgespräche, die reißen dich aus dem Bett oder vom Stuhl vor lauter Begeisterung. Stellst du in diesem Bewusstwerdungsprozess fest, dass deine Selbstgespräche meistens mit Nein anfangen, ja, dann brauchst du dich nicht so wundern, dass deine Beziehungen so angespannt sind und du schließlich wieder alleine dastehst. Alfred Adler sagte sinngemäß, es gibt Menschen, die das Nein schon auf den Lippen haben, bevor die Frage gestellt wurde. Stellst du fest, dass dein Kernthema etwas mit deiner Erwartung zu tun hat, dass andere dich nicht mögen? Dann wirst du klarer sehen, wie du anderen Gründe lieferst, dich nicht zu mögen. Wenn wir uns immer wieder sagen, niemand liebt mich, dann verstärken wir nur das Gefühl, nicht geliebt zu werden. Und wir verhalten uns dann auch so, dass es für den anderen schwierig ist, uns zu lieben. Wir ernähren uns nämlich sozusagen einseitig und wir verhindern damit eine objektive Sicht. Deshalb ist auch unser Verhalten einseitig. Und so kommen auch andere nicht auf die Idee, ihr Verhalten uns gegenüber zu ändern. Der alte Indianer sitzt mit seinem Enkelsohn beim Holzfeuer. Beide schweigen. Dann sagt der Indianer, in mir leben zwei Wölfe, der gute und der böse Wolf. Sie kämpfen miteinander. Stille. Dann der Enkelsohn. Welcher wird gewinnen, Großvater? Der,
den ich am meisten füttere. Gedanken der Rache werden zu Racheakten führen, Gedanken der Liebe motivieren zu liebevollen Handlungen. Selbstgespräche über Frieden schaffen Bedingungen zum Frieden. Je klarer du den Zusammenhang von Selbstgesprächen, Emotionen, Verhalten erkennst, desto freier und fähiger fühlst du dich, etwas zu ändern. Selbststeuern. Für die Kontrolle und Steuerung von Selbstgesprächen gibt es viele Techniken. Ich habe in fast jedem meiner Bücher darüber geschrieben. Dort kannst du dann lesen, wie andere es machen oder wie sie es vorschlagen. Das kann helfen. Aber du kannst auch erstmal deinen eigenen Weg testen. Wenn du mit dir selbst sprichst in einer Art, die dir nicht gut tut, dann sagst du, das will ich jetzt nicht denken, später vielleicht, jetzt nicht. Wiederhol das in dir und bleib dabei. Vielleicht sagst du auch einfach entschieden, nein, nicht. Und dann? Du wirst feststellen, dass du nach dieser Entscheidung nicht hilflos bist. Andere Gedanken stehen dir zur Verfügung. Probier es aus. Sei kreativ. Dann ändert sich auch deine Körperhaltung. Ohne eine Änderung auf der körperlichen Ebene ist es eine nicht zu erfüllende Erwartung, deine Selbstgespräche ändern zu können. Jede Art von Anspannung, von Entspannung, von Bewegung kann hilfreich sein, um ein laufendes Selbstgespräch zu unterbrechen, zu stoppen. Hier sind noch ein paar Ideen, die helfen können. Augen auf und atmen. Angenommen, du stehst vor einer schmerzlichen Entscheidung. Angst und Zweifel besetzen dein Denken. Du wiederholst schon und oft gedachte Gedanken, Fragen über Fragen, die dich nur unsicher machen. Wie in Trance lebst du. Du machst deine Arbeit, aber du bist gar nicht hier. Eine alte englische Weisheit sagt, keep your eyes open and breathe. In meiner Übersetzung, Augen auf und atmen. Bleibe mit der Realität in Kontakt. Über die Augen, mit der Welt draußen und über die Atmung mit deiner inneren Welt. Das ist in dieser Situation wahrscheinlich nicht einfach, aber du kannst es üben, auch wenn alles in dir die Augen für die Wirklichkeit verschließen will und du dich sicherer fühlst, wenn du den Atem anhältst. Aber es wirkt, wenn du dich entscheidest, es zu tun. Halte inne, schau auf das, was jetzt da ist, auf die Menschen, auf die Dinge und atme. Die zwei gehören zusammen. Atmen, seufzen oder gähnen und sieh die Welt. Die Sinneswahrnehmung stoppt deine Selbstgespräche. Es ist wieder Raum für Veränderung der Richtung. Augen auf und atmen. Es wird hier ein treuer Begleiter werden. Viele Klienten hängen dann gerne in einem Zug noch mein Smiler an. Ich werde es hier beschreiben.
Smile, smilen und lachen. Lächeln und lachen. Smile. Du fühlst dich wie gefangen in einem ständigen Kreisen eines Selbstgespräches. Du hältst jetzt inne und vergegenwärtigst dir, dass das, was du tust, nicht sehr sinnvoll ist. Sicher, es kann nützlich sein, sich zu überlegen, wie das Problem oder die Verletzung zustande kommen konnte. Aber wenn du dir immer wieder dieselben Sachen erzählst, verlierst du nur Energie und festigst die Gedankengänge durch Training. Deswegen sage ich, was du da tust, ist nicht sehr sinnvoll. Wenn du das akzeptieren kannst, dann richtest du jetzt deine Gedanken auf etwas Freudiges, etwas, woran du dich erinnerst. Oder du tust, als hättest du ein kleines, schönes Geheimnis. Du merkst, wie deine Gesichtszüge sich ändern wollen. Kleine Muskeln unter deinen Augen bekommen eine leichte Spannung. So fängt nämlich ein Lächeln an. Und diese erfasst langsam dein Gesicht. Die Mundwinkel neigen zu einer Aufwärtsbewegung, die du nun bewusst fortsetzt, hin zu einem unterdrückten Lachen. Dabei können auch Rückenmuskeln, Oberarmmuskeln beteiligt sein. Anschließend entsteht ein tiefer Seufzer. Du spürst Freude und innere Freiheit. Und diesen Vorgang kannst du wiederholen. Du bekommst wieder Zugang zu Sprachmustern, die du vorhin nicht zur Verfügung hattest. Mach da weiter und spiele mit den Möglichkeiten. Es geht also um einen Prozess von Lächeln, Smile, hin zu unterdrücktem Lachen. Deswegen nenne ich ihn Smiler. Vater und Sohn in einem Beratungsgespräch. Vater hat verstanden, dass er selbst etwas tun kann in der Beziehung zu seinem Sohn, der zu Hause wohnt, der aber immer mal wieder nachts durchs Fenster abhaut. Es war eine emotionale Sitzung, als Vater zu seinem Sohn sagen konnte: Tom, du bist jetzt 15. Ich bin stolz darauf, was du alles kannst und wie eigenständig du deine Schularbeiten machst. Ich will gerne das Beste für dich. Ich will ein guter Vater sein. Und ich sehe jetzt ein, dass ich dich ständig unter meine Kontrolle haben will. Und ich werde üben, mehr loszulassen und dir mehr Vertrauen zu schenken. Du wirst deinen Weg im Leben wohl finden. Ich selbst bin auch nicht so geworden, wie meine Eltern mich haben wollten. Weißt du, ich habe oft Angst um dich. Deswegen diese Kontrolle, die dich einengt. Ich liebe dich. Und ich will auch öfter mit dir sprechen. Ja, ich muss noch viel lernen. Verzeih mir. Sie umarmten sich. Das war ein guter Anfang. Und mit welchem Selbstgespräch wird er üben, wenn er sich wieder Sorgen über ihn macht und sich neue Kontrollmöglichkeiten ausdenkt? Erst stoppen, Augen auf und atmen. Und dann ein Smile. Und nach dem Seufzer, der schafft das schon in seiner Art. Er ist ein toller Kerl. Dieser Vater
hat einen Weg zum Loslassen gefunden. Die Idee Self-Coaching findet man sehr ausgeprägt bei Menschen, die so sehr bewusst etwas aus sich machen wollen, entweder in allen Lebensaufgaben oder in einem bestimmten Gebiet. Sie setzen bewusst Selbstgespräche, jetzt mal ganz kurze Sätze, als Selbstcoaching ein. Jeder findet seine eigenen Sprachmuster. Hier ist eine Kreativität gefragt. Hier sind einige Beispiele von Menschen, die ich kenne. Sie sagen zu sich selbst, du schaffst das schon. Es ist alles gut. Ist gut. Die Tonhöhe des zweiten Wortes fällt etwas ab, als spräche eine tröstende Mutter zu ihrem Kind. Ist gut. Du wirst auch dies überleben. Machst dich so wichtig. Ist mir egal, was die anderen denken. Das geht auch vorbei. Ich konzentriere mich auf mich und gebe mein Bestes. Das genügt. Und positive Formulierungen sind im Allgemeinen besser als negative. Dennoch ist das eigene Gefühl der Maßstab. Eine Freundin von uns hat in einer Ehekrise erfolgreich mit diesem Satz gearbeitet. Nein, Angst habe ich nicht. Ich bin kein Chamäleon und ich kann nicht so sein, wie andere mich haben wollen. Deshalb will ich es auch gar nicht anstreben. Ich bin ich und ich will nur ich sein. Und sie sagt, ja, in Bezug auf Körperbewegungen dazu, sicher, am besten wirkt diese auf mein Gemüt und meinen Glauben ein, wenn ich einen langen Anlauf nehme auf dem 6-Meter-Brett im Schwimmbad und ich dann so den ersten Teil des Satzes im Anlauf mache und wenn ich dann springe, dann sage ich, ich bin ich und ich will nur ich sein. Toll. Du kannst Sätze auch rhythmisch sagen und dich dabei bewegen. So frei wie verliebt im Frühjahr. Anja hat ihren Satz auf eine eigene Melodie gesetzt. Sie singt, vielleicht kriege ich es hin. Ich bin fröhlich und lache. Und das tut uns alle gut. Ich bin fröhlich und lache. Und das tut und so weiter. Jeder seine Melodie, seinen eigenen Rhythmus. Diesen Satz singt sie bei jeder Gelegenheit, in der es unauffällig geht. Ihre Kollegen kennen ihr Geheimnis nicht, aber sie sagen, wir freuen uns, Anja als Kollegin zu haben. Wenn du Selbstgespräche bewusst einsetzt, merkst du, dass du nie Opfer bist.